Ja, schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy mit mir, den Lataxis. Wir sind ja immer noch hier mit der West dran, wegen dem Schulleiter. Ja, wir sollen auch direkt ins Büro noch laufen, ne? Das machen wir nochmal. Ja, schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy mit mir, den Lataxis. Wir sind ja immer noch hier mit der einen Quest beschäftigt vom letzten Mal. Da waren wir als Schulleiter unterwegs, haben einen Vielsafttrank getrunken und sollen jetzt in das Büro. Wir haben ja auch das Passwort rausgefunden und können jetzt im Büro des Schulleiters. Und das machen wir jetzt. Haben wir denn hier? Habe ich den Schlüssel noch nicht gemacht? Ups, da war ich wieder zu früh. Ja. Ach, Kerl, ich habe auch heute einen nervösen Daumen hier. So. Haben wir den auch noch mal schnell mitgenommen? So, dann geht's jetzt weiter zum Büro des Schulleiters. Wieder mal auf Abenteuertour? So, noch umschauen. Nicht, dass wir hier vielleicht noch irgendwas übersehen, aber ich übersehen haben, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, hier haben wir soweit alles. Wobei, hier, der Schrank ist noch zu. Das könnte sein, dass wir gleich noch mal auf den Schlüssel treffen. Hier irgendwo? Dann müssen wir natürlich noch mal zurücklaufen mit dem Schlüssel, ne? Wenn wir den jetzt finden sollten, hier zufällig. Aber anscheinend nicht. Gut. Oh, hier müssen wir lang. Nö, jetzt sag nicht, das ist der Schlüssel hier. Wenn wir ein ganzes Stück hier wieder runterrennen. Wo wolltest du hin, Schlüssel? Oh. So, der müsste doch dann hier irgendwo sein. Da ist er doch, oder? Ja. Komm, so. Ah, Mist. Da war ich zu spät. Komm schon. So, dann laufen wir nochmal zurück. Ja, hier oben haben wir, glaube ich, alles. Ups. Hier geht's lang. Hier ist nichts mehr. Weil es hat gepinkt, ne? Ja. Schatulle des Feuerkerrys.
Der Feuerkerl ruht in dieser uralten, mit Juwelen verzierten Truhe. Er fungierte seit der Gründung des Trimagischen Turniers im späten 13. Jahrhundert als Mittel zur Auswahl der Champion für das Turnier. Revelio. Klingt immer noch was, ne? Wir noch irgendwo was übersehen? Na gut. Also der Schulleiter hat sein Büro aber auch hier am Arsch der Welt, ne? Schon mal, ich weiß es nicht. Nee, wir waren hier noch nicht. Da ist noch eine Truhe, aber wie komme ich da hin? Hier, aber ich kriege das Schloss noch nicht auf. Ja, ja, ja. Ach, wo war das denn? Haben wir doch in der letzten Folge irgendwo gesehen. Ich glaube, bei Professor Fitch im Büro ist noch ein Demigeist gewesen. Ne? Uns fehlt nämlich noch einer. Oben müssen wir auch mal dran denken, dass wir da dann gleich vielleicht noch mal hingehen. Oder nachher. So, hier oben waren wir aber definitiv noch nicht. So, da ist noch mal ein Spiegel. Der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Okay. Machen wir erstmal. Toujours pur. War doch was. So, Wasserspeier vor dem Schulleiterbüro. Die Treppe, die zum Büro des Schulleiters führt, wird von einem verzauberten Wasserspeier bewacht, der nur Personen passieren lässt, die das Passwort kennen. Auch wenn sich nur schwer vorstellen lässt, dass jemand den derzeitigen Bewohnern des Büros besuchen wollen würde. Ja, bei den Schulleiter... Da will wohl keiner gerne hin. Ja, einen Spiegel schauen wir uns gleich an. Oder ist, wartet mal, nicht, dass der... Lumos. Weißt du, müsste ja eigentlich hier irgendwo sein, der Schmetterling, oder? Oh, ja, 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 die Quest will wieder nicht, dass ich abweiche. Na gut. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Revelio. So, schlafende Porträts. Nicht alle Schulleiter und Schulleiterinnen genießen die täglichen Herausforderungen der Leitung einer Schule für Hexerei und Zauberei. Manche ziehen es vor, bei Möglichkeit ein wohlverdientes Nickerchen zu machen. Hier sind aber noch ein paar Truhen und alles. Mal gucken. Da ist noch eine Tür, da kommen wir natürlich noch nicht rein, ne? War klar, Störserknacken 3. So, da sollen wir hin. Aber wir schauen uns mal hier rum. So, was wir mitnehmen können, nehmen wir natürlich mit. Eine Truhe, Säbelbraun. Oh, der könnte mir gefallen, der Zauberstab. Einen Moment. Der sieht doch ganz schick aus hier. Ja, der gefällt mir. Gut. Was sonst noch was hier in den Raum? Ja, wir gehen mal, machen wir weiter. Wir können es hier bestimmt gleich nochmal umgucken. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fig mitgedacht. Und jetzt nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Ah, ich habe gerade was getrunken, deshalb. So, hier geht's weiter. Was finde ich in dem Buch? Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder. Denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen.
Na gut. Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? So eine Tasse Tee, aber wenn der, naja, da hat der Schulleiter bestimmt schon dran genippelt, ne? Und wir trinken da einfach raus. Revelio. Schlösser, Schlösser, aber das sind alles Stufe 2 und 3 Schlösser, ne? Die können wir alle noch nicht knacken. Verdammt, oh, guck mal, da ist der sprechende Hut eingesperrt. Ja, dass wir nicht mit ihm sprechen können, aber wir haben eine Handbuchseite gefunden. Der sprechende Hut. Dieser verzauberte Hut wurde von den vier Gründern von Hogwarts geschaffen, um die Schüler in eines der vier Häuser der Schule einzuteilen. Mit Hilfe der Legilimetik kann der sprechende Hut in den Kopf des Trägers sehen und so dessen Gedanken und Fähigkeiten bestimmen. Revelio. So, das ist, glaube ich, das, was wir lesen sollen, ne? Ach, jetzt haben wir schon wieder Tee getrunken. Ist doch buggy hier, oder? Was war denn hier? Kaufbeleg, Haarwasser, Bartwachs, Bundinum-Pomade, kann mit Perlmutgriff, Rückenkratzer mit Goldgriff, Doxid. Nur zu einem sehr kleinen Teil bezahlt. Der ausstehende Betrag wird dem Ministerium in Rechnung gestellt. Ah, okay. Private Sachen, rein Hygienemittel werden dem Ministerium in Rechnung gesetzt. Ist ja klar, ne? Das muss das Podest sein. Oh, komm mal, Azkaban? Nee, war nur ein Bild von Azkaban. Das wäre jetzt ein Ding gewesen, Azkaban. Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neef nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Das ist ja zuerst mal interessant. Brauchen Sie einen Umhang. Okay. Finde ich schon geil gemacht hier, ne? So in Comics zeichnen, Schwarz-Weiß-Stil. So gezeichnet. Gefällt mir. So, durchquere die Stadt, ohne gesehen zu werden. Der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Aber wir können hier auch nicht zaubern, ne? Nein. Wir können hier nicht unsere Zauber einsetzen. Wir können auch nicht in Hocken gehen. Na gut, also, ich darf... Die dürfen mich nicht sehen. Können doch Zauber einsetzen, glaube ich, ne? Oder? Ne, können wir nicht. Hat er jetzt automatisch gemacht, den Unsichtbarkeitszauber. Revelio können wir auch nicht einsetzen. So. Reiche mich mal hier so durch. Ich hätte weglaufen sollen. Dann wäre ich jetzt frei.
sollte weiter, solange ich kann. Neve muss hier irgendwo sein. Komm, dreh dich um. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Ja. Das ist der richtige Moment. Ich hoffe es. Ja, das war, glaube ich, der richtige Moment. Eine Treppe. Da ist einer. Da steht noch einer. Zwei Stück sehe ich. Er geht weg, dann gehen wir schnell. Tod sucht uns. Wir sind aber noch nicht bereit zum Sterben. Was, was, was? Da. Eine Leiter. Vielleicht finden Sie mich nicht, wenn ich hochklettere. War ja so klar. Wir hätten schon längst oben sein können. So, ich glaube, hier müssen wir lang. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden. Wo Neve wohl steckt. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Ja, nur wohin? Hier dürfte mich ja keiner mehr sehen hinter den Kisten, ne? Da muss ich hin. Aber vorher muss ich an denen vorbei. Komm, dreh dich um. Was geschah? Oh, da ist schon wieder der Tod. Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss auch einen anderen Weg gehen. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Da hat die Tür aufgegangen. Gehen wir doch da mal rein. Scheint ein sicherer Weg zu sein. Verschlossen. Ich muss weiter, ich habe keine Wahl. Was denn hier? Mega Power Trank. Revelio. Ach, Revelio geht jetzt doch. Okay. So, hier geht's nicht runter. Aber hier geht's rauf. Ohoho. Muss ich jetzt hinter dir herschleichen? Heute. Da hinten in die Ecke muss ich. Okay. Das ist meine Chance. Lauf den jetzt mal hinterher. Revelio. Mit
da was zu mitnehmen? Nee, ist nur ein Schatten. Dort geht es weiter. Mysteriöser Umhang nutzen. Wie kann das sein? Ich bin unsichtbar. Ich glaube, die können uns jetzt gar nicht mehr sehen, wenn wir die nicht gerade berühren, ne? Sie können mich nicht sehen. Jo. Ich kann mich ihnen nähern. Hier geht's weiter. Ich glaube, das ist auch der Umhang vom Tod, ne? Aber wo bist du, Neve? Der Mantel gehört auch zu den Heiligtümern. Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter, doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Das ist doch nicht der Zauberstab, oder? Der eine mächtige Zauberstab. Ja, das ist er. Vom Aussehen her würde ich sagen, ich komme jetzt so auf den Namen nicht, wie der nochmal hieß, der Elbenstab oder so ähnlich, glaube ich, ne? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie der hieß, der Zauberstab. Ist ja auch einer der drei Heiligtümer, glaube ich. So. Ich habe noch nie so viel Macht gespürt. Boah, die können... Doch, jetzt können wir auch wieder normale... Nee, wir können nur... Ah, ich habe ihn jetzt gemacht. Ich habe Escape gedrückt. Entschuldigt bitte. So, F1, F2, 3, 4. Ne, wir können nur den einsetzen. Ich glaube, austauschen geht auch nicht, ne? Nein. Gut. Dann machen wir den da. Bada, genau. Wie gesagt, unsichtbar machen können wir uns nicht, ne? Muss ich denn hin? Da hinten. Aber ich schaue mich trotzdem hier mal so ein bisschen um. Vielleicht ist ja hier doch noch was, was wir mitnehmen können. Oh, denn hier. Mega Powertrank. Ja gut, da haben wir genug von, ne? Mehr als 25 kann man sowieso nicht mitnehmen. Revelio. Jetzt müssen wir, glaube ich, gleich kämpfen, oder? Ach Mist. Haben wir sie alle? Ja.
Oh, da kommen noch mehr. Ich nehme alle weg. Muss mal eben hier weg. Muss mal eben die Lage checken hier. So. Was ist das jetzt hier? Gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Da hinten müssen wir hin. Na, das ist so ein großer Platz hier. Hab's doch geahnt. Ich hab es geahnt, Leute. Oh, shit, 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 shit. So. Shit. Werden.
passiert denn jetzt hier? Der Kampf hier noch nicht zu Ende ist. Oh, noch zwei jetzt. Jetzt ist aber langsam gut hier. Nimm die Haltränke aus. Langsam gut hier. Noch eine Runde wird ziemlich... Ich glaube, wir haben es geschafft. Noch eine Runde wäre ziemlich knapp geworden mit 4 Heiltränken, glaube ich. Ja, das war ja mal ein netter Kampf. So, haben wir hier noch irgendwas rumliegen, was wir einsammeln können? Zufällig ein paar Heiltränke oder so? Oh Mann. Haben wir denn da? Da haben wir einen Tauren. Ein Tauren? Ja? Und was ist das daneben? Was sagt er denn da wohl? Da haben wir Drachen? Was ist das? Das weiß ich nicht. Was das für ein Wesen war. Der muss für mich sein. Ah, ein schlichter Stein. Das ist bestimmt der Stein der Weisen. Gab es denn zu dem Zeitpunkt schon? Ja, ne? Von der Zeitlinie her gab es, glaube ich, den Stein der Weisen schon. Boah, nee, das ist aber auch nicht der Stein der Weisen, oder? Sie sind noch lange nicht fertig. Gehen Sie durch die Trauernden vor Ihnen. Nichts ist, wie es scheint. Nee, das ist irgendwas anderes. Was ist denn das, was ich jetzt hier aufgenommen habe? Wenn das einer weiß, ab in die Kommentare schreiben, bitte. Oh, wir machen mal weiter. So, schließ die Prüfung des Steins ab, und ja? Unfassbar, dass sie tot ist. Arme Neve. Sie war... Ja, vielleicht erfahren wir ja auch noch... Möge uns die Erinnerung an sie stets leiten. Was das für ein Stein genau ist. Ach, guck, da lauert der Tod schon wieder. Wir müssen schon wieder kämpfen, oder? Oder auch nicht.
sollten wir weiterlaufen, ja? Sie haben mich gefunden. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Was sagt der Stein der Weisen? Der Stein des Weisen, der macht doch einen nur... Er verlängert doch nur das Leben, oder nicht? Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und kein Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Also wie gesagt, wenn das jetzt der Stein der Weisen sein sollte... Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Ja, mache ich. Also nochmal, wenn das der Stein der Weisen sein sollte, er kann doch nur Leben verlängern und nicht wiederbeleben. Oder? Ich meine, wir haben sie jetzt nicht wiederbelebt, das ist ja nur der Geist. Aber, Ja, wie gesagt, wenn es einer weiß, schreibt es mal bitte in die Kommentare. So. Isadora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Koboldsilber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Wow. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Revelio. Da kommen wir, glaube ich, wieder zur Kartenkammer. Ja. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isadora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Es war faszinierend, es war verstörend. Erstaunlich.
Es schien ihr auf geheimnisvolle Weise Macht zu geben, die sie nutzen konnte. Aber wie? Sie scheinen schon eher fasziniert als abgestoßen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Renrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Barkar erzählten. Isidora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja, und sie hat Professor Fitzgerald, genau wie ihrem Vater, Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorher nicht sagen konnte. Renrock hat an Orten gegraben, die mit den 5 Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbor zu tun haben. 5 Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Renrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Hoffentlich höre ich bald was von Lodgok. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Ja, liebe Leute, die Zeit ist leider auch um. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lataxis. Bye, bye.